Rose Farm stand da eben. Untersuche den Hof. Okay. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Ja, der Junge guckt so ein bisschen skeptisch. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Genau. Boah, was für Riesenknäufel. Hier Türknäufel. Knäufel. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Na, findest du die Treppe nicht, Typ? Da drüben ist sie. Soll ich vorgehen? Hallo, was waren das für Geräusche eben? Mensch, wo gehst du denn hin? Also die Steuerung manchmal also. Die ist manchmal ein bisschen sehr merkwürdig. Oh, ein Bettchen. Ein Bügelbrettchen. Gut, rausgucken kann man diesmal nicht. Okay, dann ab in die Furzmole mit dir, meine kleine Süße. Ach, nun guck nicht so ängstlich, Kleine. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm.
da ist was gegen das Fieber. Danke. Das die könnte wasche und trockne ich. Das könnte ich jetzt auch essen. Schön Spaghetti. Mm, yum. Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Mensch, die soll was essen, die Gute. Nein. Ich bleib bei ihr. Ach, er schnauft immer so. Ich habe mich schon gewundert, wer hier so tief atmet die ganze Zeit. Also die Vorhänge habe ich. Jetzt sprich mit Rose. Goodie. Dann aber nicht die Nudeln wegessen, ne, mein Freund? Oh, haben wir hier Weihnachten? Tatsache, da steht ja ein Tannenbäumchen. Cool. Okay, ich gucke mich erstmal ganz kurz um. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Da liegen Androidenklamotten, ne? Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen? Sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. Nö. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Da gehe ich doch gleich mal mit. Wir wollen ja nicht neugierig sein, aber wissen wollen wir es ja doch, ne? Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Oh oh. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie.
Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice, was machst du denn da? Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Ableitler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Naja, verstehen kann man ihn auch auf eine Art, ne? Was hat hier überhaupt? Da sind doch Androiden-Sachen drin. Was haben wir hier? Ne. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Okay. Klar, wieder mal eine Zeitschrift, wie immer. Dritte Weltkrieg. Mhm. Ach, er sitzt da auf dem Fensterbrett. Da liegen ihre Klamotten. Halt, jetzt können wir hier. Da mal, hier war die Zeitschrift, ja. War hier noch was hängt? Nee. Und geh doch mal. Ach, jetzt kann ich hier. Sag ich doch, hier ist das blaues Blut. Das lässt sie alles so offen im Schrank liegen hier. What's that? Ach, das ist bestimmt sein Daddy. Fernsehen gucken wollen wir nicht. Da ist noch was. Halt. Ne, warte mal. Wir machen erstmal hier untersuchen. Schöne Landschaft. Das sieht cool aus mit dem Schnee. Warte mal, wir können ja noch mal ganz kurz den Fernseher einschalten. Halt, hier waren noch die Bilder eben. Vögel. Hm. Schon wieder Vögel. Mensch, das ist ja wie bei dem Abweichler da in dem Haus da.
Detroit steht unter Schock nach dem Androidenangriff auf den Stratford Tower. Die Maschinen sendeten eine Videobotschaft, die man nur als Forderungskatalog bezeichnen kann, über die Bildschirme der Stadt. Noch ist unklar, ob die Angriffe durch Fehlfunktionen verursacht wurden oder eine Organisation dahinter steckt. Bisher hat CyberLife keinen Kommentar abgegeben, doch wir erwarten mehr Informationen in den nächsten Stunden. Okay. Oh oh. Ich habe noch gar nicht alles durchgeguckt. Die Polizei. Oh Scheiße. Es ist die Polizei! Ja, schrei doch noch lauter, du Blödmann. Was machen wir jetzt? Hier, die Klamotten. Und was ist das hier? Wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ja, ganz ruhig, Junge. Ich wusste, dass das passiert. Mensch, du mach dir doch nicht ins Hemd, du Typ. Ich wusste es. Hier war noch was? Ja, mach ganz unruhig. Ist hier noch was? Hier ist nichts. Luther, nimm Alice und versteckt euch. Oben. Komm, Alice. Hier war auch noch was. Tür schließen. Sonst noch irgendwas? Was stand da eben? Öffne die Tür. Haben wir alles versteckt soweit? Ach, scheiße, ich mach auf jetzt. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Hallo. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Oh oh. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Das... Nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Was ist denn das für ein Humpen? Da sitzt er ja 3 Stunden hier und trinkt Kaffee. Irgendwas? So, Typ, trink deinen Kaffee und verzieh dich. Danke. Null Prozent Misstrauen, okay. Das ist ja cool. Okay, der Linienbus. Hätte ich die Zeitschrift wegpacken? Ne. So, die Klamotten können da ja ruhig liegen. Ich habe ja gesagt, meine Tochter ist oben. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ist noch jemand im Haus? Waschmaschine, 2.
Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Abend, Ma'am. Abend, Adam. Oh Gott. War ja klar, dass da nochmal Krach rauskommen muss. Hier geht die Pumpe. Oh. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Oh, Familie stand da. Da ist Rose. Oh. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht.